So, da sind wir wieder zurück zu Skyrim und Folge 2. Und ich habe noch keine Ahnung. Man darf hier keine Sachen wegschmeißen, da komme ich nicht drauf klar. Oh, hier sind noch ein paar Bücher. Ich stehe auf Bücher. Bücher kann man voll viel lernen, habe ich das Gefühl. Aber man kann hier ruhig mal ein paar mehr Bücher, wertvolle Bücher auslegen. Irgendwie klappt das nicht so. So, Seelensteine. Was haben wir hier? Was haben wir hier in Seelenstein? Schwaches Gift. Gift der Magica. Bla bla bla. Papierrollen. Ist cool. Archimitisch. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Ja, eigentlich nicht. So. Wir müssen jetzt mal gucken. Was haben wir noch so? Festung Nordwacht, verbotene Legende. Ach ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Wir wollten erkunde die Ruinen von bla bla bla, unterhalte dich mit deiner Überstörung des güldengrünen Baumes. Wo sind denn? Sprich mit den Anführern. Da, sprich mit den Anführern der Gelehrten. Genau. Die raus. Genau. So. Sprich mit dem Anführer der Gelehrten. Der Gefährten, nicht der Gelehrten. Das machen wir jetzt. Aber vorher laufen wir doch mal in unser Haus, um unsere ganzen Sachen mal wegzubringen. Ich habe jetzt 20.000 Eisenbarren, die ich eigentlich gar nicht brauche im Moment. So. Jetzt brauchen wir wieder 20.000 Stunden zum Laden. Doch nicht. Hi. Oh. Die Zukunft von Himmelsrand. Ups. Die Zukunft von Tamriel. Ich hatte gehofft, dass Wasser reicht, um keinen Fallschaden zu nehmen, aber hat nicht gereicht. Schade eigentlich. Koteletts und Steaks, die selbst ein Jahr. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Nein, natürlich nicht. Frisch gebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. So, ruf mal nochmal unser. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Hier? Vielleicht genau das Richtige. War das unseres? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Alter. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte. Raus! Das ist meine Hütte! Verpiss dich! Geht ihr einfach an meine Wohnung? Ist der bescheuert? So. Ich krieg die Tür nicht zu, ey. Ich kriege die Tür nicht zu. So. Kiste. So, sonstiges. Kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Was will ich doch gar nicht? Ach so, ablegen. Ja, ja, ist klar. So, also, Eisenbarren. Hä? Nee, ablegen. Genau. Die Kleidung kommt weg, wobei, nee, die hätte ich eigentlich. Truhe, Feine. Okay, sie ist weg, ich finde sie nicht mehr wieder. So. Feuersalz kommt weg. Feuerholz kann ich vielleicht noch gebrauchen, weiß ich nicht, behalte ich erstmal. Wobei, nö, kommt weg, komm. Fell kommt weg. Wir brauchen das Fell noch. Feine Stiefel kann weg. Das kann weg. Fiebel. Schönere Wurmsbräu. Brauchen wir 1000. Oh, wir haben schon wieder 1800 Gold. Das finde ich sehr schön. Goldene Halskette. Grüner Apfel. Weiß ich nicht. Holzschale. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Wo habe ich das her? Hängemoos. Bleibt da. So. Kaiserliche Armschienen. Kaiserliche Offiziershelm. Koboldschemel. So. So, alles, was ich so. Alles, was ich so für Alchemie brauche und so. Und für andere Nebentalente. Das kommt jetzt alles mal weg. Salz auf jeden Fall. Alle. Schale, Schatzkarte. Schuhe. Schwarze Magikarobe. Oh, die kann ich eigentlich verkaufen. Silberbarren. Oh, Silberbarren haben wir. Okay, warte. Silberbarren. Wert 5. Oh, nicht schlecht.
Wir da rein. Silberhalskette, silberne Saphirkette. Not bad. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden, dass ich gestohlene Sachen nur beim Hehler verkaufen kann, weil da steht gestohlen. Ich verstehe, da steht gestohlen. Ich verstehe, dann kommt das erstmal weg. Stahlhelm. Ist der besser als, das muss ich gleich mal so gucken. Stahlpfeile, Stahlrüstung. Stahl, zwei Hände der Himmelsschmiede. Hm. Trommel. Geil. Trommel kommt weg. Sehr ungewöhnlicher Stein. Den behalte ich erstmal. Veredelter Malachit. Sehr schön. Weg damit. Verkohltes Giverfell. Weg damit. Weißkappe. Wildbrickkotelett. Wolfspelz weg. Ziegenfell weg. Den Rest verkaufe ich. Wie viel habe ich denn jetzt? 200. Sehr schön. So. Das war das. Jetzt gehe ich hier nochmal nach nebenan und verkaufe noch ein paar Rüstung, beziehungsweise Waffen und Rüstung. Hi. Wir haben kleine so. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Danke. Waffen. Ich brauche nicht mehr die Eisendolche. Eisenkriegsaxt. Eisenstreitkolben, Jagdbogen, Langbogen, orkischer Bogen, alter Nordbogen. So, warte mal, das muss ich jetzt mal eben. Orkischer. Dann verkaufe ich mal den. So, Wert 15, Wert 50, Gewicht 9, Gewicht 12, Schaden 11, Schaden 9. Den verkaufen wir. Stahldolch, verkaufen wir auch. Stahlstreitaxt. Verkaufen wir auch. Stahl, zweihänder Himmelsschmiede, verkaufen wir auch. So, Bekleidung, Eisenhelme. Warte mal, was habe ich denn hier für einen Helm? Was habe ich? Habe ich überhaupt einen Helm auf gerade? Stahlhelm, Rüstung 19, Rüstung 17. Gut, dann kommt der weg. Ein Pelzhelm kommt sowieso weg. Pelzrüstung kommt weg. Stahlhelm. Okay, das. Das behalte ich. Sonstiges. Ansonsten nur. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Waffe gebrauchen. Vielleicht etwa. So, wollen wir mal gucken. 109 von 315, das finde ich nicht schlecht. Waffen. Den orkischen Boden. Großes. Orkischer Bogen ist 2. Axt? Schön. Oder ein Zweihänder? Hübscher Bogen. Reicht aber auch. Attacke. So, 109 haben wir. Nur noch. Jetzt gehen wir mal zu den Gefährten. Warum sind eigentlich noch mehrere Ziele aktiviert? Das verstehe ich nicht ganz. Was habe ich denn hier noch? Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Und was haben wir hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Da hinten haben wir noch was. Triff Nordwacht. Nein, ich wollte ja nicht das hier. Was ist denn die Umgebungskarte? Ach so, okay. Interessant. Das wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. Ich möchte aber ganz gerne, das kann ich, doch so, verschieden ist, sehr gut. So, jetzt nur noch das. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Da geht's lang. Gucken, ob ich ihn jetzt spontan finde. Wir Himmel wie auch Erde besitzen. Und wir, nicht die Elfen oder ihre Speichelrecker. Muss ich da rein? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Irgendwas riecht hier gerade voll lecker. Fangen die beiden schon wieder an? Ja! Kommt schon, achtet auf eure Beinarbeit! Haltet euer Gleichgewicht! Hey, was machen die da?
Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Zurück mit ihm! Ha! Deine Kartoffel fallen lassen. Mehr habt ihr nicht drauf? Genug! Ich hau auch immer noch Drama rauf. Jemand muss etwas unternehmen. Wunderbar. Ja, ich liebe es, wenn zwei Frauen... Oh, du bist gar keine Frau. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Du hast dich von der Frau verbügeln lassen, du Idiot. Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Oh, das ist aber warm. Mein Schild hat einen schlechten Griff. Könntet ihr euch das bitte mal... Rekrutiere, okay. Hier muss ich... Ich bin auf jeden Fall richtig. Was auch immer das gerade war. Ich glaube, ich muss mit denen gleich nochmal alle reden. Krieg ich bestimmt noch ein paar Quests. So, oh, ja? Hieß mal. Hi. Oh, du bist aber hübsch. Dead ass. Geldbeutel, bla bla bla. Was haben wir hier noch so? Ach, Bücher kann man nicht stehlen. Bücher kann man grundsätzlich erstmal nicht stehlen. Sahne schnitten. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ich darf das ja alles gar nicht klauen. So, da müssen wir lang. Können uns doch mal anständig verhalten hier. Ich bin voll das Klauschwein. Was ist das für ein Buch? Alles nur was zu fressen, ey. Ich brauche nicht zu fressen. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Hm. Ich auch. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Ich lese eben. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ja. Hi. Seid gegrüßt, Fremdling. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Auf die Fresse, da stehe ich voll hinter dir. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge. Doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Ich habe alles verstanden, was du gesagt hast. Wer sind die Gefährten? Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Du wiegst ganz schön. Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Ich würde den Gefährten gerne beitreten. Ach ja? Ja. Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Dieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Doch. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und so viel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Stimmt. Was zählt, ist ihr Herz.
und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ich muss noch viel lernen. Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen? Ich komme schon klar. Ich hau auf die Kacke. Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen? Nur die Ruhe, Frischling. Glaubt nicht, ihr müsstet unseretwegen auf den Putz hauen. Ich hau dir gleich Wilkas in die Putze. Wilkas hier wird euren Kampfgeist auf die Probe stellen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Wir machen das gleich hier. So, schreibt mal bitte in die Kommentare, warum dieses Buch jetzt einen Wert von 30 hat und ich nichts daraus gelernt oder Erfahrung bekommen habe. War nicht ganz richtig, was ihr da erzählt habt, kann das sein? So, ab in den Hof. Und kommt dann wieder an mit, nur mit Fäusten kämpfen bitte, ja, peace. Wollen wir mal gucken, was er so drauf hat. Apropos, ich muss ja noch meine Bekleidung. Ich muss ja. Ich habe immer noch einen Eisenhelm. Warum habe ich denn noch einen Eisenhelm in der Tasche? Stahlhelm? Stahlhelm. Oh, kaiserliche. 19? 19. Oh. Den Stahlhelm hätte ich verkaufen können. Den Stahlhelm verkaufe ich. Kohle. Neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Dir habe ich noch aufs Maul. Nur weil du scheiße aussiehst, du blöder Dunkelelf. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Klingen. Ich mag Schwerter. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gut. Hi. Ihr wisst, dass ich hämmer. Der Alte hat gesagt, ich soll euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los. Damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Bist du dir da sicher? Ihr hättet nie herkommen sollen. Es sieht mir ein wenig langsam aus. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ich hab da noch gar nichts gemacht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Ich kau dir auf die Schnauze. Ja? Ich klopp dir einmal aufs Schild und sagst, oh, nicht schlecht, du bist voll gut, ey. Wilkas Schwert. 18 Schaden, 10 Gewicht, 70 Wert. Ich verkauf das, was soll's. So. Wir sollen es also schärfen. Mal gucken. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Okay. Hey, was soll denn das? Schnauze. Doch da lang. Okay. Wollen wir mal gucken. Wo soll ich lang? Da soll ich lang. Renne. Ach, da oben soll ich hin, okay. Hallo. Was führt euch her? Du hast wirklich eine graue Mähne. Wilkas hat mir sein Schwert, hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Schickt Wilkas Neulinge im auf, Botengänger. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Ja, aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Seid ihr ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten.
Ich wusste es. Was los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Hm. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Hm. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Habt ihr nicht gesagt, dass ich kein Diener bin? Das ist kein Befehl. Hier geht es um Respekt. Helft einem alten Schmied ein wenig aus. Ich muss zurück an die Arbeit. Entschuldigung. Oh, Eisenhelm. Oh, Herausforderung des Waffenschmieds. Lesen. Schmiedekunst verbessert auf 21. Damn. Das brauche ich nicht. Lass mal liegen. Die Papinats da. So. Wollen wir mal wieder. Geht halt viel schneller. So, aber bevor wir dem Herrn jetzt sein Schwert wiedergeben. Stahlkriegshammer. Dolle. Werde ich jetzt hier auch noch beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss.